Mit guten Vorsätzen und guten Wünschen beginnen viele Menschen den Anfang eines neuen Jahres. Und ich weiß von vielen kirchlichen Mitarbeitenden, dass sie ihre Impulse für das neue Jahr in Papierform oder eben auch digital an die Menschen gebracht haben. Und die Menschen, die spirituell auf der Suche sind nach solchen Impulsen, werden in der Regel auch schnell fündig. Aber ich habe mich gefragt, kann es solche Vorsätze, gute Wünsche, gute Vorhaben auch für die Kirche insgesamt geben? Als Institution, als Gemeinschaft aller Gläubigen. Kann sich die Kirche Vorsätze vornehmen für das kommende Jahr? Und wenn ja, wie sehen die aus? Was kann sich die Kirche für ihre Menschen und auch für sich selbst in diesem Jahr vielleicht wünschen? Nun ja, im Leben der Kirche mag ein Jahr verschwindend gering erscheinen. Wir wissen um die Behäbigkeit der Kirche, die sie in verschiedenen Entscheidungen an den Tag legt, wenngleich dies nicht einfach nur schlecht ist. Aber wenn die Kirche, und damit meine ich alle öffentlichkeitswirksam sprechenden Menschen im Namen der Kirche, darunter fällt die Kirchenleitung natürlich, aber längst nicht nur. Wenn diese Menschen Vorsätze für das Jahr 2024 formulieren würden, was würden wir darin finden? Mir kam die ein oder andere Idee, die ich gerne mit euch teilen möchte. 2024 ist geprägt von bedeutenden Wahlen, über die Landesgrenzen hinaus, aber auch im Inland. So werden in Sachsen, Brandenburg und Thüringen die Landtage gewählt. Der AfD werden diesbezüglich hohe Chancen ausgerechnet. Sogar ein Ministerpräsidentenposten ist im Gespräch. Das Konzept der AfD, vermeintlich für bürgerliche Werte einzustehen und dabei sich politischer Populismen zu bedienen, scheint aufzugehen. Und dabei sorgen sie dafür, verschiedenen Menschengruppen ihr Menschsein abzusprechen. Durch regelmäßige Grenzüberschreitungen lassen sie Dinge sagbar werden, machen Rassismen und Diskriminierungen salonfähig und suggerieren den Eindruck, dass die diskriminierende Hetze in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Dabei spielen sie mit den Ängsten der Menschen und nutzen sie für ihre Manipulation. Und mir kommt es vor, als würde meine und unsere Kirche dem Ganzen mehr oder weniger zuschauen. Zu einem Überdruss kommt es sogar zur Unterstützung dieses Milieus, dieser Partei durch Kirchenvertreter. So hat Bischof Bertram Meyer aus Augsburg im letzten Jahr noch gesagt, dass die AfD in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sei und wir deshalb Gespräche mit ihnen führen sollten. Ich wünsche mir, dass solch naiv scheinende und doch gefährdende Äußerungen aus den kirchlichen Reihen ausbleiben. Ich weiß, dass unsere Kirchen selbst viel eigene Ausgrenzung praktizieren. Doch ich wünsche mir für das kommende Jahr 2024, dass die Kirche aufsteht. Aufsteht gegen rechts, sich solidarisiert mit den Menschen, die Ausgrenzung erfahren, Rassismen und Diskriminierungen. Ich wünsche mir, dass meine Kirche für die Menschen einsteht und aufsteht, die für diese Manipulationen rechter Gesinnungsparteien herhalten müssen. Wie wäre denn ein Vorsatz für unsere Kirche in diesem Jahr gezielt aktiv an dem politischen Diskurs teilzunehmen und zu sagen, das sind Grenzen, die wir nicht überschreiten können und nicht überschreiten wollen. Aus unserer Haltung dem Evangelium gegenüber. Denn wenn wir das ernst nehmen, was das Evangelium uns als Auftrag gibt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder wie Martin Buber es schön übersetzt hat, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Dann können wir nicht mitmachen bei Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern sollten uns meines Erachtens dafür stark machen, die Gemeinsamkeiten der Menschen zu sehen. Und bei allen Tendenzen, in denen Entmenschlichungen stattfinden, um sie für politische Zwecke zu nutzen, sollten wir aufstehen und sagen, halt stopp, da können wir nicht mitgehen, das widerspricht unserem Evangelium und unserem Auftrag als Kirchen. Machen wir uns Gläubige in unseren Kirchen bitte stark dafür, unsere Gemeinsamkeiten zu betonen, um der politischen Instrumentalisierung von Menschengruppen Herrin und Herr zu werden. Gebt dem dummen Hass keine Chance und steht auf für die Gerechtigkeit.